Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal sind wir ins dritte Gebiet vorgedrungen und haben uns schon ein bisschen umgeschaut. Wir sind hier noch in einer Höhle drin. Bin schon gespannt, was uns hier erwartet. Ein paar der Gegner habe ich beim letzten Mal noch vernichtet, als ich aus Versehen den Booster aktiviert habe. Ich sollte mir merken, dass die Kamera auf der linken ist. Genauso wie das Signal oben ist. Ich verwechsel das ab und zu. Nichtsdestotrotz, wir erkunden jetzt diese verspielte Diskothek. Zumindest hieß die so. Da muss ich von der anderen Seite aus hin. Und die Gegner können wir einfach abtransportieren. Die habe ich beim letzten Mal schon umgebracht. Ja, Abtransport. So, die transportieren das mal weg. Dann bin ich gespannt, was sie da rausgraben. Mal wieder eine Billardkugel. Ich tue ich mit beim Tragen. Ich brauche hier alle Pigments. So, da sind meine fleißigen Arbeit der Bienchen. Rampe wurde gebaut. Hier geht's weiter. Und das da muss ich noch runterschmeißen. Oh. Braucht irgendwer? Scheinbar nicht. So, könnt ihr mal helfen? Oh, schön, du schaffst es. Ich weiß nie, was ich da eingesammelt habe. War, glaube ich, sowieso letztes Objekt der Ebene, oder? Ja, hier ist nichts mehr. Dann mal weiter. Leute, ich bin jetzt erst bei 20% von der Ebene. Nach einer Ebene. Das heißt, wir haben mindestens 5 vor uns. So, nur die gelben bitte. Die roten können meinetwegen abtransportieren. Die gelben müssen da arbeiten. Mal eben kurz umschauen. Okay. Es wird eine interessante Ebene. Und ich sehe nur noch einen Gegner. Tot. Also an Gegnern rennt hier nichts mehr rum. Kaputt. Ja. Hab genügend drüber geworfen, dass sie es bewegen. Lass mich das doch haben. Als ob die der eine Pikmin ist in der Kerze gelandet und hat deswegen Feuer gefangen. Okay, den Bereich müssen wir ohne Otschim machen. Erstmal die Feuerfalle weg. Dann machen wir erstmal die Gegner hier kaputt. Angriff! So, erstmal alles beseitigen. Ihr könnt das noch gar nicht abtransportieren. Ich muss erst den Schalter da treffen. Das muss ich von der Plattform aus machen.
Okay, jetzt sind die Dinger alle unten. Helf, Leute! Ihr schafft das! Ich bei jedem Umzug, ne? So richtig sperrig alles. Kann aber sein, dass es jetzt schon alles von der Ebene war. Ich überlege gerade, was das sein könnte. Ja, auf der Ebene sind wir fertig. Nächste Ebene. Okay, das hier schreit schon eher so Richtung Diskothek. Und das sieht sehr interessant aus. Wir kriegen auf jeden Fall ein paar Flügelpigments hier. Ich sehe hier keine Gegner. Das hier wird höchst interessant. Okay, ich will da drauf, ne? Hui! Ich glaube, Otschin muss danach hier bleiben. Okay, wir haben da ein paar Flügelpigments. Was grabt ihr da aus? Die haben einen Tunnel gebaut. Ja genau, komm mal wieder zurück. Ich hätte nämlich gern, dass du hier bleibst wegen den Knöpfen. So, rein da. Dann nimmt das mal mit. Muss ich Angst haben? Okay, die Roten kommen da nicht rüber. Aber ich habe die Gelben jetzt mal rüber geschickt. Ich glaube, wenn sie da oben ankommen, muss ich sie in die andere Richtung schicken. So, es geschehen Dinge. Mann, haben die einen Spaß. Ah, und jetzt machen die mir den Weg frei. Okay. Die nehmen das mal mit. Ich will wahrscheinlich dagegen springen. So, dann alle hopp, würde ich sagen. Okay, ich bin drauf. Aber was bringt mir das? Wie komme ich jetzt an die Flügelpigmen da zum Beispiel ran? Ah, so. Drauf da. Dann werdet ihr jetzt gepflückt. Flügelpigmen. Angeführt mit dem letzten Pigmentteil. Es fliegt. Picken gibt es in den seltsamsten Varianten, nicht wahr? Diese hier werden ich gleich einmal im Logbuch nachschlagen.
Flüge-Pikmin. Wie ihr Name schon sagt, haben Flüge-Pikmin Flüge und sind daher flugfähig. So können sie Objekte durch die Luft transportieren und Zeit sparen. Kämpfen sie am Boden, sind ihre Angriffe nicht sehr stark, doch im Luftkampf sind sie unübertroffen. Das Fliegen eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Es kann Wege erheblich abkürzen. Mit der Hilfe dieser Pikmin gelingt es uns sicher, Gestrandete schneller zu retten und Gebiete schneller zu erkunden. Vor allen Dingen, die können die Safe wegbringen. Die müssen nicht die Angst besitzen, ich werde jetzt weggefressen. Hoppa! Dann können wir auch direkt wieder nach unten, ne? Hier war ja nicht wirklich was. Oh, das sieht nach Spaß aus. Da kann ich auf jeden Fall instant eine Wand zerstören. Das war gerade wichtiger. So, dich vernichten wir dann auch direkt. Du hattest einen Dartpfeil in dir drin, der einfach dreimal so groß ist wie du. Wie? Bleib mal hier. Und schön, du machst das weg. Inseln kaputt. Okay, da oben kriege ich nochmal Flüge-Pikmin. Diesmal opfer ich ein paar rote. Apropos rote. Transportiert das ab. Je mehr Flügel wir haben, desto besser. Weil die haben einfach den sichersten Transportweg. In denen sie sind sie unübertroffen. Weil die können über alles drüber fliegen und haben so auch kürzere Strecken teils. Okay, in der Ecke war ja nicht besonders viel los. Das da wird schon wesentlich fieser. Ja, einmal kurz warten, bis es nicht mehr Blubberblasen macht. Und Angriff. Ich glaube, da wollen wir vorher den Sprinkler irgendwie anmachen. Ich sehe einen Balanceakt. Ob eine der Pikmin-Arten gegen die Blubberblasen immun ist? Eigentlich müssen wir da einmal rein. Allein schon, um den Effekt einmal zu sehen. Einmal kurz einen Einzelnen dahin. Einfach nur mit dem Blubberblasen-Effekt die Sequenz bekommen. Okay, gibt keine Sequenz. Komm, ich warte nur darauf. Okay, da müssen die Roten ran. So, damit ist hier sicher. Dann lassen wir die Gelben das hier mal machen. Obwohl, nee, die Gelben brauche ich noch für was anderes. Ich lasse die Roten das machen. Okay, da muss Otschen durch. Otschen kann die nicht werfen, ne? Doch, irgendwie. Dreht das mal auf. Die rüssigen Nüsse mögen das Wasser bestimmt auch nicht.
Geschafft, das Feuer ist aus. Sollen die gelben machen? So, runter damit. So. Rotschi macht das hier. Dann machen wir mal die anderen da unten kaputt. Angriff! So. Abtransport. Da haben wir auch irgendwas im Ausgraben. Ach, wieder eine Billardkugel. Die fällt mir echt häufig. Ist sonst noch irgendwas auf der Karte? Nicht, dass ich sehen würde. Ja, dann transportieren die jetzt fertig ab und dann wieder eine Ebene weiter runter. So, Ballonsakt. Hoppa! Und nach unten. Okay, das müsste die tiefste Ebene sein. Stimmt, wartet hier ein Boss auf mich. Ich sehe es doch. Da hängen doch die Arme schon von irgendwas runter. Was? Oh nee, ich weiß, was du bist. Zumindest so in der Richtung. Ich höre einen geilen Beat. Der wird nur rumstampfen, Leute. Der greift nicht so an, der schüttet sich ab und zu. Also. Was haben die denn jetzt? Dieses Pikmin wirkt ziemlich verwirrt. Am besten würde es sein, wenn wir die Kreatur diesen Zustand hervorruf besiegen. Die fallen da jetzt Party! Angriff! Als ob er diese Fanfare jetzt noch kam, nachdem ich ihn besiegt hatte. Oh, das waren meine Hassgegner immer. Weil die können einen richtig stark zerlegen. Die können deine Pikmin so übel zerlegen. Und die dabei latschen die nur drüber. So, hier ist jemand gestrandet. Bin gespannt, wen wir da gerettet haben. Gut, ich sehe mir die Visitenkarte an. Bildungsreise-Touristin Schieber, Heimatplanet Nishki, Gründerin des Geowissenschaftsclubs der Alion Akademie. Sie möchte einfach nur mit ihren Freunden die Sterne bereisen. Och, wie süß. Geowissenschaftsclub? Alion Akademie? Wir haben doch eine Dozentin gerettet. Das muss eine ihrer Studentinnen sein. Stellt euch mal vor, in dem Alter irgendwo zu stranden. Ja, sie muss so viel Angst gehabt haben. Ja, und das war auch schon alles hier unten. Hui!
Okay. Verstärkter Verstärker. Kugel der Neuanfänge. Unbeirrbarer Speer. Ja, könnte man so sehen. Schienen der Wendungen. Nachhall der Seele. Das könnte so ein Transistorradio sein. Olfaktorische Skulptur. Kugel der Wahrheit. Kugel der Gesundheit. Ach, das ist die weiße Kugel von den Billardkugeln. Habe ich gar nicht gemerkt. Und die Hopplerschiene. Hopplerschiene. Ein paar habe ich leider in den Abgrund gesammelt. Aber zumindest haben alle Flügelpigmente es rausgeschafft. Das ist doch etwas. Die armen kleinen Pikmins. Hoppa! Ich lasse mal direkt die gelben draußen. Okay, Tag ist jetzt eh rum. Brauchen wir ja nicht mal rumgucken. So, wir haben viel mit nach Hause gebracht. Wir haben eine Bildungsreisende gerettet, Motivation bekommen. Ich bin schon gespannt. Schienen der Wendungen haben wir in dem einen Teil geholt. Grundsolide Kombination hat das riesige Vieh. Sternimitat. Fischbeet. Also Fischbett. Pfeife des Kaisers. Wo habe ich denn die Pfeife aufgesammelt? Hab ich ja gar nicht mitbekommen. Und Glückstotem. Das waren 14%. Nein! Stopp! Keinen Schritt mehr! Chefin, was ist los? Gibt es ein Problem? Sie sind hier auf der Shepard. Pikmin! So viele Pikmin! Wenn das so weitergeht, werden wir zerquetscht. Also, Chefin, ich sehe hier gar keine Pikmin. Oh, zum Glück. Es war nur ein Albtraum. Ich meine, ein Traum. Ich habe den Pikmin Befehle gegeben und ich war dabei äußerst gefasst. Oh ja, sehr gefasst. Natürlich, nichts anderes hätte ich angenommen, Chefin. Du hast auch komische Träume. So, was Neues bei dir im Labor können wir uns jetzt gönnen, ne? Was gönnen wir uns? Wir wollen ja nicht alles ausgeben. Ich würde sagen, wir gönnen Otschin einfach den Elektroschutz. So, und wo ist denn unsere Studentin? Deine botanischen Bemühungen tragen Früchte, wie ich sehe. Dank dir erblüht die Pikmin-Population. Ich habe viele Pikmins letztes Mal wachsen lassen. Kriegen wir noch ein bisschen was? Das ist für dich. Mein Dank für all deine harte Arbeit. Das nächste Mal kriege ich was, wenn ich 300 Pikmin wachsen lasse. Ich suche die Dozentin. Oder besser gesagt, die Schülerin. Ich habe gerade gelernt, man kann über die Karte zu denen hüpfen. Du hast mich gerettet, nicht wahr? Ich bin dir ja so dankbar. Mein Name ist Shiba. Ich bin schon Studentin der Alayon-Akademie. Mit meinem Club habe ich einen Ausflug zu den neuen Planeten hier gemacht. Die Reise habe ich bei einer Verlosung gewonnen. Die Landung des Schiffs hier ist ziemlich schief gegangen. Zum Glück konnten wir unbeschadet evakuiert werden. So wirklich reden wir sie aber offenbar nicht mit mir. Denkst du, meine Studentin geht es gut? Ich sollte mir wohl nicht so viele Sorgen um sie machen. Es ist nur, je mehr ich versuche, nicht an sie zu denken, umso schlimmer stelle ich mir vor und gerate vollkommen in Panik. Okay, ansonsten, ich habe gelernt, dass man nie über die Karte sehen kann, wenn irgendwo einer mit ihm einreden will. Will hier offenbar keiner was von uns? Obwohl doch, der Schatztyp will was von uns. Du hast bereits eine beeindruckende Menge an interessanten Objekten gesammelt. Wirklich bewundernswert. Viel ist es nicht, doch bitte nimm zum Dank dies an. Och, danke. 50 nehme ich gern. Ich möchte so viele Schätze wie möglich begutachten. Denk immer dran. Nichts ist toller als ein neu entdeckter Schatz. Das nächste Mal 150.
Man könnte sich natürlich auch den Schatzkatalog hier mal anschauen. Der hat bestimmt auch interessante Geschichten dazu zu erzählen, zu jedem einzelnen Objekt. Ja, da könnte man sich auch die ganze Liste einmal anschauen. Neben der Piklopädie. Dass wir uns da auch mal die ganzen Einträge zu anschauen. Ich würde mal sagen, ich gucke jetzt einfach einmal hier aus dem Bereich alle durch und ich. Nee, wisst ihr was? Wie wir das ab sofort bei den Schätzen machen? Wir schauen uns die Einträge zu den Schätzen an, wenn die Liste voll ist. Beispielsweise bei den Freizeitutensilien ist die Liste ja voll. Da gucken wir uns die Notizen jetzt mal an. Der Langlebigkeitsförderer. Mit Sport kann man sich nicht nur bekräftigen, er soll auch zu einem gesünderen Leben verhelfen. Man drücke also die Griffe dieses Technikgeräts fest zusammen. Ich glaube fest daran, dass mich das ein kleines bisschen gesünder macht. Die Flauschsphäre. Wer seine Hände auf die Oberfläche dieser Sphäre legt, den drängen sich umgehend bestimmte Assoziationen auf. Ein flauschiger Herbstpullover, grünes Gras an einem Sonnenuntergang, Sommertag. Oder auch der Nervenkitzel eines hart erkämpften Siegs. Orbitaler Kommunikationssatellit. Dieser Satellit muss aus dem Orbit des Planeten gefallen sein. Auffällig sind die Vertiefungen, die eine bessere Übertragungsqualität bewirken. Leider funktioniert er nicht mehr. Mit einem langen Stab könnte man ihn wohl in den Orbit zurückbefördern. Und der Ball der Zerstörung. Weil er jedes Fenster zerstört, ne? Dieser Ball hat etwas an sich, das einen dazu verleitet, ihn in einem Moment verspielten Leichtsinns mit einem Stock zu schlagen. Dies kann natürlich schnell zu Ungemach führen. Ich sehe es förmlich vor mir. Der Ball fliegt durch die Luft und zerschlägt die Fensterscheibe des Nachbarhauses, woraufhin der Nachbar, erbost und unfähig, im Moment fröhlicher, unbeschwerter zu würdigen, eine Schimpftirade hält. Nein, wie verlockend es auch immer sein mag, man sollte diesen Ball nicht mit Hilfe eines Stockschlags durch die Luft fliegen lassen. Habe ich sonst noch eine Liste voll? Die Frühlingsgewächse habe ich durch. Und das große Abenteuer. Ich gucke gerade, ob es noch eine weitere volle Liste gibt. Okay, die lese ich dann bei der nächsten Folge vor. Wir gucken uns jetzt noch ein paar Pyklopädie-Anträge an. Dass wir die auch durchkriegen. Er hat der Springbohne da. Aber den hier lesen wir natürlich mit. Die Krustabizenlarve. Dieses kleine Kerlchen spuckt Steinkugeln. Aus alten Dokumenten haben wir erfahren, dass ähnliche Kugeln einst als Waffen in großen Schlachten dienten. Vielleicht kämpften diese Kreatur ja mit Hilfe der Kugeln die Schlacht um ihr Überleben. Flotos heißen diese kleinen Dinger. Wenn man mal eines dieser vorwitzigen kleinen Kerlchen vergnügt durch die Gegend hüpfen sieht, sollte man es ihnen einfach gleich tun. Das gefällt ihnen so sehr, dass sie einen direkt umarmen wollen. Sie haben mir so viel Liebe zu geben. Ich lese mal bis zu dem Blubberblasenvieh von der Spinne da. Den Grabwicht. Nee, den habe ich nicht vorgelesen, meine ich. Das Muster auf seinem Panzer erinnert an ein Auge und irgendwie muss ich daran denken, wie wir als Kinder meinen Vater immer im Sand eingegraben haben, wenn wir mal am Strand waren. Wir haben ihn dann sofort ausgegraben, wenn er uns böse angesehen hat. Kann man sich gut vorstellen, dass ein solches Muster Fressfeinde wie etwa Vögel abschreckt. Der flatternde Pikknapper. Wird man von seinen langen Armen geschnappt und dann durch die Luft gewirbelt, weiß man aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, ein Pikmin zu sein. Man braucht nur etwas Mut, um es einmal auszuprobieren. Es ist auch nie zu spät, eine neue Erfahrung zu machen. Ja, die Erfahrung brauche ich nicht. Das Rutschblatt. Seine satten Farben und die verwegene Form lassen es auf den ersten Blick wie ein richtiges Blatt wirken. Die perfekte Camouflage. Nur dass dieser vorwitzige kleine Kerl etwas unvorsichtig ist und sich oft nicht gut versteckt. Denn liegt er an einem Ort, an dem es sonst keine Blätter gibt, fällt er trotz perfekter Tarnung sofort auf. Und hier trägt das Raubblatt. Hier sehen wir einen Meister der Tarnung. Da möchte man gleich ein neues Spiel erfinden. Man sammelt eine Menge trockenes Laub und mischt dieses Kärchen darunter. Dann werden Reihen um Blätter gezogen, zieht man ein normales, verliert man. Zieht man ein Raubblatt, gewinnt man den Hauptpreis. Na, wie wäre es mit einer Runde oder zwei? Naja, ich weiß ja nicht. Der Zapparack. An einem trüben Tag gibt es keinen schöneren Anblick als einen Zapparack. Seine lebhaften Farben lassen förmlich die Sonne aufgehen. Außerdem vermag er es, mit seinen therapeutischen Elektroschocks Muskelverspannungen zu lösen. Disco Langbein. Wenn seine hypnotisierenden Lichter die Dunkelheit durchstreifen und sein mitreißender Bass die Seele erbeben lässt, wie könnte man da nicht tanzen? Handelt es sich um eine Kreatur oder eine Maschine? Egal, die Party beginnt. Noch ein Wort der Warnung. Man sollte nicht direkt unter einen seiner Füße tanzen. Ja.
Da sollte man nie stehen. Der Anodenkäfer. Mit diesem Käferchen könnte man Energieprobleme im ganzen Weltraum lösen. Sie generieren genug Energie, um die nächtliche Dunkelheit zu erhellen oder Leben auf selbst den kältesten oder heißesten Planeten zu ermöglichen. Und die einzigen Kosten wären die für ihr Futter. Also beinahe vernachlässigbar. Psychilex. Diesem Glücksbringer zu begegnen ist wirklich ein gutes Omen. Man sollte die Gelegenheit nutzen und sich schnell etwas wünschen. Doch dass sein schillernder Panzer aus jedem Blickwinkel in einer anderen Farbe strahlt, lenkt mich doch immer so ab, dass ich meinen Wunsch glatt vergesse. Der Mietit. Der gewitzte Mietit legt seine Eier in die Eier anderer Kreaturen, sodass für die erste Mahlzeit schon gesorgt ist. Die Kleinen dann schlüpfen zu sehen, ist wirklich herzallerliebst. Sie stürzen sich direkt auf die Eier. Wer könnte es ihnen verdenken? Lieben wir nicht alle unser Frühstücksei? So kann man es aussehen. Und der Wasserflitzer. Sauberes Wasser ist für dieses Kärchen lebensnotwendig. Wasser, das mit Öl, Putzmitteln oder anderen Fremdstoffen versetzt ist, verliert seine Oberflächenspannung, sodass der Wasserflitzer ertrinken würde. Eine Kreatur wie diese kann es wohl nur auf einem wasserreichen Planeten geben. Ja, beim nächsten Mal fangen wir dann beim Schmetterling hier an. Ich habe halt noch sehr viel vorzulesen. Wir wollen uns halt all die Anträge ja schon angucken. Wenn ich irgendeinen Eintrag aus Versehen dadurch doppelt vorlese, dann tut's mir leid. So. Dieser Part war dann jetzt aber lang genug. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!